Ich bin Nat Heimberg, autodidaktisch erlernter Filmemacher und seit einigen Jahren darf ich oft im Erzählerstil oder Interviewstil verschiedene Menschen in ganz verschiedenen Settings filmen. Ich möchte dir zeigen, wie ich aus diesem Set das hier gemacht habe, wie wir von diesem Bild zu dem hier kommen und wie man aus dieser Aufnahme hier diese hier macht. Los geht es mit diesem ersten Setting. Ein einfacher, flacher Hintergrund. Es könnte eine Hintergrundrolle sein in einer Farbe. Hier ist es eine Wand mit ganz vielen Bildern und Sachen, in denen sich auch noch das Licht reflektiert. Muss man ein bisschen aufpassen. Als erstes habe ich als die Person, die gefilmt wird, von mir selber, ein Outfit, das sich vom Hintergrund abhebt, damit ich nicht darin verschwinde. Es muss nicht gleich so auffällig sein, aber es hilft, wenn die Person, die du filmst, nicht die gleiche Farbe trägt, wie der Hintergrund hat. Es kommt natürlich auch darauf an, was du filmen willst, was die Szene darstellen soll und was die Person gerne mag, wie sie sich wohlfühlt. Für dieses Tutorial nutze ich 3 von diesen Dedo-Lights, die D-LED 7 B-Color, eine Leuchte, die in Farbtemperatur eingestellt werden kann und an der man auch sonst das Licht unglaublich gut kontrollieren kann. Alles darüber wäre ein ganz anderes Video, aber alles, was ich heute zeige, ist mit 3 von diesen Leuchten gefilmt. Und alles Equipment, außer die Kamera und das Mikrofon, haben in dieser mobilen Kiste hier drin Platz. Ein bisschen schwer, aber unglaublich praktisch und mobil. Wenn du auf der Suche nach einem Tutorial, nach einem Moodlicht oder einer spezifischen Beleuchtung, die ein Gefühl hervorruft oder sowas bist, dann ist dieses Tutorial nicht das, was du suchst, denn hier geht es einfach darum, eine Person richtig gut auszuleuchten, erzielt mit 3 Lichtquellen. Deshalb habe ich für dieses erste Set auch die Standard-Beleuchtungsmethode ausgewählt. Anstelle der Kamera siehst du hier ein leeres Stativ und dann ist das einfachste Setup Keylight, Fill-Light und Hair-Light. Wenn wir aus der Perspektive der Person, die gefilmt wird, schauen, dann siehst du hier das Stativ, von dem aus gefilmt wird und gleich seitlich daneben das Keylight, das erste Licht, das, wo es darum geht, die Person von ein bisschen von der Seite her richtig gut zu filmen, damit das Gesicht einmal schön ausgeleuchtet ist. Nicht ganz ausgeleuchtet, deshalb ein bisschen von der Seite, damit das Gesicht nicht flach wirkt, wenn das Licht nur von gerade kommt, sondern ein bisschen mehr ein 3D-Bild ergibt, weil das Licht ein bisschen zur Seite gestellt wird. Das Keylight soll nicht ein zu harsches Licht abgeben, deshalb nutze ich eine Softbox, die das Licht schön weich macht. Ich kann hier auch noch das Licht ein bisschen kontrollieren und noch etwas weicher, nicht allzu fokussiert machen und mit der Möglichkeit, die Farbtemperatur zu kontrollieren, gebe ich ein bisschen Gelb dazu, damit die Haut eine schöne Farbe hat und eine natürliche Farbe hat. Ich will aber auch nicht, dass es zu gelb ist. Das wäre unnatürlich auf meiner Haut und ich will auch nicht, dass die weiße Wand gelb wirkt. Auch die Höhe von dem Keylight ist entscheidend. Ich will nicht, dass das voll ins Gesicht der Person scheint, die ich filme, weil das für die Person unangenehm ist und auch wieder dieser 3D-Effekt ein bisschen verloren geht. Deshalb platziere ich das Licht über dem Kopf, damit das Licht von oben nach unten scheint. Nicht von zu weit oben, sonst gibt es hier komische Schatten unter der Nase und unter den Augen, vor allem bei Brillenträgern wie bei mir. Hier habe ich die Seite gewählt, die vom Fenster weggedreht ist, damit dann mein Fill-Light eine Art Tageslicht simuliert. Es wäre ziemlich aufwendig, in diesem Setting hier alles abzudunkeln, damit ich nur noch diese 3 Lichtquellen habe. Deshalb entscheide ich mich, dass ich das normale Licht auch ein bisschen nutze und dann mit diesem zweiten Licht ergänze. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, obwohl ich hier ein bisschen weiter weg bin. Nur um zu zeigen, wie die Szene aussieht. Hier die Kamera, das Keylight und das hier ist mein Fill-Light, das etwas zur Seite gedreht ist und 2 Zwecke erfüllt. Zum einen soll es das Gesicht von der Person, die gefilmt wird, ein bisschen von der Seite her beleuchten, damit das, was vom Keylight, weil das auf der Seite platziert ist, ausgelassen wird, auch ein bisschen aufgehellt wird.
hier nicht zu hell, weil das Tageslicht auch reinkommt und weil ich nicht möchte, dass ich Schatten auf der Wand hinter mir kreiere. Der zweite Nutzen von diesem Fill Light ist auch, dass diese Wand beleuchtet ist und der Schatten, den das Key Light verursachen würde, ein bisschen eliminiert wird. Es ist das genau selbe Licht, es ist die genau selbe Softbox, fast die genau selbe Temperatur und das Licht ist ein bisschen weiter von der Person entfernt, damit es keinen zusätzlichen Schatten wirft, den wir dann wieder eliminieren müssten. Das dritte Licht, was wir haben, ist das Hairlight. Beleuchtet die Haare oder was davon übrig geblieben ist von hinten, so weit hinten wie es geht. Bei mir ist es eine Wand, deshalb geht es nicht weiter nach hinten und ist am höchsten von all meinen Lichtern hier eingestellt und scheint so von oben nach unten. Es ist dasselbe Licht wie die anderen beiden, nur ohne Softbox. Ich möchte aber, dass das Licht nur mich beleuchtet, die Person beleuchtet und nicht die Wand hinter der Person. Deshalb habe ich diese Barn Door oder Abschirmklappen montiert und kann damit das Licht kontrollieren, dass es nicht nach hinten auf die Wand fällt. Bei diesen Lichtern habe ich die Möglichkeit, das Licht mehr oder weniger zu fokussieren und ich will, dass das Licht nicht zu harsch auf die Person prallt. Deshalb soll es nicht allzu fokussiert sein, es soll weich sein. Ich drehe es ein bisschen zurück und ich dimme es auch ein bisschen. Die Farbe ähnlich wie bei den anderen. Ich habe es jetzt ein bisschen mehr gelb eingestellt, damit ein bisschen Farbe von hinten kommt. Wichtig ist, dass hier kein zu fester Glanz entsteht, so wie jetzt sowas, was da nicht schön aussehen würde, sondern einfach ein bisschen von hinten beleuchten, damit sich das, die Person schön vom Hintergrund abhebt. Das war also die kleine Tour durch das erste Setting und wir gehen weiter zum zweiten. In diesem zweiten Setting soll es darum gehen, dir zu zeigen, wie ich ein Set beleuchte, bei dem der Hintergrund weiter weg ist und die Person nah an der Kamera sitzt. So weit weg geht jetzt nicht, weil wir bei uns zu Hause sind. Ein solches Set schon nur gut aussehen zu lassen, braucht etwas Zeit. Und wie für jedes Set, das wir beleuchten, wir müssen genügend Zeit einrechnen, um das Set aufzubauen, schön zu machen, bevor die Person dann wahrscheinlich überhaupt kommt, sich hinsetzt und wir anfangen können zu filmen und nur noch eine kurze Zeit brauchen, um das Licht und alle Kameraeinstellungen perfekt zu machen. Es lohnt sich, da genügend Zeit einzurechnen und hat auch hier eine Weile gedauert, weil es gar nicht so einfach war. Ich habe mich jetzt schlussendlich, damit es am besten aussieht, entschieden, dass ich nicht in der Mitte vom Bild bin, sondern hier in diesem rechten Drittel vom Bild. Mein Kopf ist hier zwischen diesen Bildern und dem Strauch, der da auf dieser Seite ist. Das Licht, mein Keylight kommt von vorne, von der rechten Seite der Kamera. Meine Gesichtshälfte hier wird beleuchtet, damit es hier im Bild etwas heller ist und dann hier im Bild etwas dunkler. Viel Licht kommt von diesem Fenster, das gerade hier ist, auch noch rein. Deshalb habe ich das zweite Licht gar nicht als Fill oder nur so ein bisschen als Fill-Licht auch auf diese Seite eingerichtet. Es beleuchtet vor allem den Hintergrund und das Hairlight ist hier direkt hinter mir platziert und leuchtet mich von hinten an. Nicht so fest, dass ich einen Heiligenschein bekomme, aber so, dass es gut wirken kann. Ich zeige es euch noch aus der anderen Perspektive. Wir haben hier die Kamera, das Keylight, das Fill-Light, das vor allem den Hintergrund ausfüllt mit Licht und auf dieser Seite das Hairlight, das mir voll ins Gesicht blendet, damit das Objekt, die Person, sich gut von diesem Hintergrund abheben kann. Was natürlich auch wichtig ist, aber auch eine neue Tutorial wäre, ist die Einstellung der Kamera. Es hilft, wenn du einen sehr tiefen F-Stop nutzt, so wie ich jetzt mit F2,8, dann distanziert sich die Person ganz natürlich vom Hintergrund, weil die Person schon scharf gestellt ist und der Hintergrund dann nicht. Und all das Licht, auch das Hairlight hier, unterstützt das dann natürlich. Die Kamera habe ich etwa in der Höhe der Person eingestellt, damit
die Ansicht nicht von unten oder von oben ist, sondern schön geradeaus, dass man der Person gerade ins Gesicht sehen kann und die Person dann so ihre Geschichte oder was auch immer erzählen kann. Das Keylight ist ein bisschen über der Kamera, aber nicht allzu hoch, um die Schatten nach unten zu machen und wieder im Gesicht ein bisschen die Dreidimensionalität hervorbringen kann. Man könnte natürlich ein Fill-Light gebrauchen, aber ihr seht hier das Fenster, da kommt ziemlich viel Licht rein, deshalb habe ich für dieses Setting jetzt darauf verzichtet und dafür den Hintergrund beleuchtet, der sonst ziemlich dunkel gewesen wäre, ohne ein Licht, das wirklich für den Hintergrund eingestellt ist. Aus dieser Perspektive auch wieder hier das Keylight und da das Licht für den Hintergrund. Das Keylight ist ein bisschen wärmer eingestellt, damit ich ein bisschen mehr Farbe in meinem Gesicht habe. Und das Licht für den Hintergrund ist etwas kälter. So kann ich auch den Hintergrund ein bisschen von der Person abheben. Da der Hintergrund ziemlich weit weg ist von diesem Licht, ist das hier auf Vollgas eingestellt. Das hier ein bisschen weniger, damit es nicht zu viele Schatten kreiert. Das Hairlight habe ich diesmal ganz weit unten platziert, damit es von unten hinter der Person versteckt ist und dann schöne Konturen macht bei der Person. Ich hätte es auch irgendwo hoch oben installieren können, aber es wäre dann ziemlich weit weg gewesen und hätte viel Licht auf diese Seite hier geworfen und sich im TV reflektiert. Deshalb habe ich entschieden, diese Technik anzuwenden. Die kann man natürlich ganz gut auch als Effektlicht nutzen, wo viel mehr Licht von hinten als von vorne kommt. Das war hier natürlich jetzt nicht das Ziel. Ich will einfach, dass die Szene schön ausgeleuchtet ist. Und da muss man manchmal ein bisschen ausprobieren, bis man das hingekriegt hat. Und das hier schien mir die beste Art und Weise, wie ich das hier mit drei Lichtern beleuchten kann. Nochmal kurz aus dieser Richtung, die Kamera mit dem Keylight, das nur ein bisschen über der Kamera angebracht ist und ein bisschen daneben. Dann ein bisschen weiter weg das Licht, das den Hintergrund beleuchtet. Hier hinter den Blumen ist der Stuhl und dann hier hinten wäre das Hairlight, das die Szene von der anderen Seite her beleuchtet. Ist also nicht viel Platz, den ich hier hatte und nicht viel Platz, den es braucht. Es kann ein sehr schöner Effekt sein, wenn hinter der Person auch ein bisschen Raum ist. Man muss ein bisschen üben. Man könnte auch außer den drei Lichtern vielleicht noch das Raumlicht sonst gebrauchen. Da muss man vielleicht mit dem Shutter Speed ein bisschen schauen, damit das nicht flimmert oder so. Aber das ist meine Art, wie ich diese Szene mit drei Lichtern beleuchtet habe. Und jetzt gehen wir ins Büro. Das dritte Set ist typisch für YouTuber, Content Creators, Gamers. Man sitzt am Computer, man zeigt so ein bisschen, was man für Gear hat, vielleicht sogar noch ein Zertifikat vom College an der Wand und man will zu den Leuten sprechen, aber man will auch am Computer arbeiten können. Auch dieses Set habe ich mit den drei Lichtern von Dedo Lights beleuchtet und ich zeige dir, wie. In einem kleinen Büro zu filmen ist nicht wirklich praktisch. Ein permanentes Setup mit diesen Lichtern hier zu machen, wäre auch nicht so ganz einfach, auf jeden Fall nicht, wenn man sich auch noch durch das Zimmer bewegen möchte. Keylight und Fill-Light sind hier so ein bisschen ein und dasselbe. Beide erfüllen so ein bisschen denselben Job und es ist nicht mehr einfach ein Hauptlicht und ein zusätzliches Licht. Was ich möchte ist, dass ich am Computer gut ausgeleuchtet bin und dass die Schatten an der Wand verschwinden und das Ganze irgendwie cool aussieht. Ich komme bei dieser Aufnahme davon weg, auf Naturtöne zu fest zu achten. Ich möchte, dass das cool wirkt, dass es auch ein bisschen Farbe hat. Beide Lichter immer noch mit Softboxen, damit das Licht nicht zu harsch ist. Besonders dieses Licht hier, das wirklich sehr, sehr nah an der Person, die da sitzt, also an mir dran ist. Ich habe mich entschieden, das Licht von dem Fenster möglichst zu eliminieren, auch gar nicht in das Fenster hinein zu filmen, den Vorhang zuzumachen. Es wird sich immer noch ein bisschen verändern, wenn die Sonne nach unten geht, aber das sollten unsere Lichter auch ein bisschen kompensieren. Beide Leuchten sind jetzt ganz warmes Licht, also dass wir wirklich so ein gelbes Bild haben und dann kontere ich das ein bisschen mit dem dritten Licht, indem ich etwas Blau ins Bild hineinwerfe.
Bei diesem dritten Licht könnt ihr sehen, warum das definitiv nicht als permanentes Setup dienen könnte. Aber um das aufzustellen und wieder wegzuräumen, ist es eigentlich gut möglich. Man könnte auch die Punkte vielleicht ein bisschen markieren, damit man weiß, wo das Licht immer zu hinkommt. Ich habe ein Kleinkind und ich kann auf jeden Fall nicht all diese Kabel und Sachen hier rumliegen haben. Deshalb ein mobiles Set hilft auch hier. Das blaue Licht erzeuge ich hier mit dem dritten Licht und diesem kleinen Farbfilter, der auch in der Box drin ist. Ich stelle das Licht auf sehr weich ein, also so weich wie es geht. Ich dimme es so, dass es keine Konturen mehr hat und lege die blaue Farbe hier ein, als guter Kontrast zum Gelb, damit da ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, damit es modern und cool wirken kann, wie man halt gerne so wirken würde. Das hier wäre die Perspektive der Person, die gefilmt wird. Die Kamera sitzt hier ein bisschen über der Kopfhöhe, damit sie so ein bisschen von oben nach unten filmt, damit man dann mit den Lichtern, die auch von oben nach unten, die noch höher platziert sind, die Schatten gut eliminieren kann, damit man die hinter dem Piano und dem Schreibtisch und überall nicht wirklich sieht. Das eine Licht ist gleich neben der Kamera platziert, damit das Gesicht gut beleuchtet ist. Das andere Licht in einem Winkel, damit die Schatten vom ersten Licht eliminiert werden und die Schatten von diesem Licht werden vom zweiten Licht und dem dritten Licht mit diesem blauen Filter dann eliminiert. Wenn du weiteres Licht, kleine Lampen oder irgendwas hast, die du vielleicht sogar farbig machen kannst, dann ist das sehr cool, um solche Effekte zu erzielen. Nicht das Ziel von diesem Video, deshalb ist das mit drei Lichtern auch dieses Set hier ausgeleuchtet. Herzlichen Dank fürs Schauen von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir irgendwie geholfen, damit du mehr Sicherheit hast im Ausleuchten von den Szenen, die du filmen darfst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann darfst du dich gerne bei mir melden über Social Media oder in den Kommentaren bei YouTube. Ich helfe dir gerne weiter, sofern ich das kann. Und du findest alle Angaben zu meinen Kanälen in der Beschreibung zu diesem Video. In der Beschreibung findest du auch das Lichtset von Dedolights, das ich für dieses Tutorial verwenden durfte. Dieses Kit ist jetzt nicht gerade das Einsteiger-Kit, aber wenn du etwas Mobiles brauchst und ein gutes Budget hast, könnte es etwas für dich sein. Es ist wirklich großartig und sehr flexibel für ganz viele verschiedene Settings. An der Stelle auch danke an Dedolights und Dedotech Schweiz, dass ich mir dieses Set ausborgen durfte für dieses Video. Ich bringe es jetzt wieder zurück. Vielen Dank fürs Schauen und tschüss.